Sponsor des heutigen Videos, das ist G2A. Da könnt ihr mit dem Code UNDER 3% beim Spielekauf sparen. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung für mehr Details. Und nun zum Video. So, meine lieben Call of Duty Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Video. Mit dem Video habe ich mir gedacht, mache ich mal ein paar Tipps für euch. Zwar dachte ich, es ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, wie jetzt irgendein Gameplay rauszuhauen, wo wir dann absolut krassen Win holen. Das sollte natürlich auch bald kommen. Und da sind wir auch schon fleißig am Aufnehmen von Clips und lustigen Gameplays und vielleicht auch taktischen Gameplays. Aber im heutigen Video soll es mal um Warzone-Tipps gehen. Und zwar habe ich einige Tipps gesammelt, und zwar sind das 26 an der Zahl, die wir uns heute in diesem Video mal zu Gemüte führen. Also nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, ne? Heißt auch so schön. Deswegen starten wir auch gleich mal durch mit Tipp Nummer 1. Die richtigen Audioeinstellungen wählen. Das ist natürlich immer ein bisschen, ich will nicht sagen Geschmackssache, vielleicht sagt man ja eher Gehörsache, aber man muss natürlich auch bedenken, dass Warzone ein Spiel ist, das natürlich auch extrem viel vom Sound lebt. Das heißt, schaut euch einfach eure Soundeinstellungen an, was ihr da gewählt habt. Bassboost oder habt ihr Höhenboost eingestellt? Habt ihr die Musik aus? Habt ihr dementsprechend den Kommentator ein bisschen lauter, ein bisschen leiser? Das kann man alles nach Bedarf anpassen. Ich zeige euch einfach mal meine Audioeinstellungen, die ich benutze, sowohl im Multiplayer als auch für Warzone. Kommen wir gleich auch zu Tipp Nummer 2. Der geht in die Richtung richtige Einstellungen wählen, nicht nur was das Audio betrifft, sondern auch was die allgemeinen Sachen betrifft. Dahingehend muss ich natürlich auch sagen, die Empfindlichkeit ist beispielsweise auch ein Thema, das jeder für sich selber finden muss. Ich spiele immer auf einer Empfindlichkeit von 4 und habe dann dementsprechend auch immer überlegt, ob ich zum Beispiel bei der horizontalen auf eine 5 gehe, weil es bei Call of Duty schon so ist, dass man sich schnell von einer Seite auf die andere bewegen kann. Ich brauche nicht mehr die Vertikale, weil es häufig so ist, dass ich nicht Gegner habe, die nach oben springen, wie es zum Beispiel auch bei alten Call of Duties der Fall war, wo es Jetpacks oder ähnliches gab. Also für mich ist es wichtig, ich habe dann glaube ich 4-5 eingestellt, dass ich in der Horizontalen schneller bin. Ein kleiner Tipp am Rande hier, was den Warzone-Modus betrifft, stellt die Minimap auf quadratisch und ihr habt insgesamt 20% mehr Sicht auf die Minimap. Also das ist auch ein Tipp, den ich euch an der Stelle geben kann. Einfach kostenfrei mit on top sozusagen 2.1. Was die Einstellungen an sich betrifft, ist es auch so, kann ich euch einfach einblenden, welche Einstellungen ich da gewählt habe. Was zum Beispiel das Thema Aim Assist oder die Aim Assist, also diese Kurve, diese, ich weiß nicht, wie es gerade auswendig heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich blende es euch einfach direkt mit ein. Einfach kurz Pause machen, Video anhalten, kopieren, gucken, ob ihr damit zurechtkommt. Gucken wir uns Tipp Nummer 3 an. Tipp Nummer 3 heißt richtig abspringen. Und zwar geht es darum, dass man schneller landet und eben auch effektiv landet. Weil es hilft einem nichts, wenn man in irgendeinen Punkt auf der Karte hat, wo man sagt, ey, da möchte ich unbedingt hin, und dann kommt ihr nie dahin. Oder zwei von euch kommen an, der andere steigt irgendwo ganz anders aus. Das ist in jedem Battle Royale so, dass es wichtig ist, dass man die Mechanik des Abspringens lernt. Und zwar ist es bei Warzone so, dass man ja die Möglichkeit hat, den Fallschirm selbst zu steuern. Das heißt, ihr habt einerseits die Möglichkeit, wenn ihr nach unten springt, ganz nach unten mit dem Stick guckt, dass ihr sehr, sehr schnell seid. Und dann ist es so, beim allerersten Mal geht der Fallschirm automatisch auf. Das heißt, ihr stürzt nach unten, ab einer gewissen Höhe geht der Fallschirm automatisch auf. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, macht die Reißleine nochmal zu. Dann cuttet er die ganzen Schnüre und ihr könnt nochmal mit einem Speed fliegen. Das kann man zum Beispiel nutzen, um weiter zu fliegen, also weit entfernte Punkte anzufliegen. Oder beispielsweise auch, um taktisch irgendwo nochmal auszuweichen, wenn ihr beschossen werdet. Dann ist es so, dass man beim Fliegen auch mit einer Tastenkombination, die jetzt auf dem PC natürlich wieder anders ist wie auf den ganzen Konsolen, aber es sind eine von den Schultertasten, glaube ich. Ich zeige es euch einfach mal, wie ihr das drücken müsst. Da könnt ihr euch in dem freien Modus umgucken. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr guckt, wie viele Teams mit euch mitkommen oder seid ihr vielleicht alleine. Das ist sehr, sehr wichtig. Nutzt auf jeden Fall diese Funktion.
Ich kann euch jetzt generell nicht sagen, was ist das Beste, wie man abspringt, weil es immer auch ein bisschen davon abhängig ist, wie euer Team funktioniert. Wenn ihr alleine abspringt, würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt am Anfang rauszuspringen, außer ihr habt Bock voll auf Action. Dann let's go. Aber sucht euch einfach den Punkt aus, den ihr haben wollt und versucht einfach effektiv abzuspringen. Probiert es einfach mal, probiert es auch gerne im Bot-Modus aus, da könnt ihr es in Ruhe üben. Ja, Punkto Nummer 4. Das ist der Tipp mit der Starterpistole. Viele Leute, die ich sehe, wissen zum Beispiel gar nicht, dass man in der Luft schon schießen kann. Das heißt, wenn man seine Sachen cuttet, also seinen Fallschirm cuttet, kann man ja kurz mit der Pistole schießen. Das könnt ihr ausnutzen, wenn ihr sehr hoch seid, cuttet es, dann nehmt ihr eure Waffe, schießt schon ein, zwei Mal auf den Gegner und das Tolle ist, dann ist der natürlich schon mal verwundet. Und das kann man auch sehr, sehr gut nutzen, wenn ihr das direkt zu Beginn macht. Und vergesst natürlich nie, es ist eine Pistole, sie braucht am Anfang sehr, sehr viel Hits, um den Gegner zu töten, aber man hat sie. Das heißt, wenn ihr Leute überrascht oder so, könnt ihr direkt am Anfang schon einige Kills farmen. Der fünfte Tipp, den ich auch immer wieder mittlerweile im Gameplay sehe, ist, dass Leute nicht verstehen, dass man den Fallschirm immer dabei hat. Deswegen nutzt euren Fallschirm. Ihr könnt einfach von hohen Gebäuden einfach runterspringen. Ich habe schon so häufig Leute gesehen, die eine Leiter runtergeklettert sind. Hallo, ihr könnt einfach runterspringen, Fallschirm aufmachen und ihr seid weg. Damit kann man sich taktisch natürlich sehr, sehr gut auch von Dach zu Dach bewegen. Das würde ich sehr, sehr häufig nutzen. Tipp Nummer 6. Und zwar geht es darum, um das Thema Geld. Beim Geld ist es immer so eine Frage, wie man am Anfang damit umgeht. Und zwar ein kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr am Anfang farmt für Geld, legt es schnell zusammen, also sprich, man kann ja mit der Option sein Geld auch zusammenlegen, man kann das Geld auf den Boden legen, die anderen Teammember sammeln es ein, man legt es zusammen und dann kann man auch sehr, sehr schnell Geld zusammen kaufen für zum Beispiel, also Geld zusammensammeln für zum Beispiel einen Revive von einem Kollegen, der dann zurückkommen soll oder für die Kiste, die ja 6000 aktuell kostet. Das ist natürlich sehr, sehr easy. Also legt auf jeden Fall euer Geld zusammen, wenn ihr im Team spielt. Das ist häufig auch so, dass man mit Randoms spielt, die dann natürlich auch nicht teilen wollen. Tipp Nummer 7, das Gulag. Ist ein sehr, sehr cooles Feature, dass man nochmal eine zweite Chance bekommt, im Spiel zurückzukommen. Und zwar, wenn man das erste Mal im Spiel stirbt und ich glaube bis zum letzten, bis zur fünfte Zone ist es, dann ist das Gulag zu und man kann nicht mehr rein. Da kann man sich nochmal in einem One-on-One gegen einen Gegner behaupten und dann wieder zurückkommen. Da kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr im Gulag seid, lernt grundsätzlich Feuergefecht. Also übt den Modus Feuergefecht im Multiplayer, wenn ihr natürlich den Multiplayer habt. Wenn ihr ihn nicht habt, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr einfach übt. Das ist echt ein Tipp, den ich euch geben kann. Der ist jetzt, klingt so blöd, es ist, aber es ist wirklich so, ihr müsst One-on-Ones üben. Man ist im Gulag häufig mit einer Pistole oder einer Shotgun unterwegs. Das heißt, man muss einfach taktisch vorgehen. Manche spielen sehr defensiv, bleiben zurück, schmeißen dann ihre Nades, warten, bis sie ihre taktische Granate haben. Ja, das muss man einfach üben, aber es ist ein Tipp, den ich euch geben kann, dass ihr im Gulag einfach den Modus Feuergefecht mit dazu kombiniert, wenn ihr den Multiplayer habt, dass ihr das einfach übt. 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 gibt es auch manchmal. Ansonsten ein Tipp noch zum Gulag, wenn ihr gleichzeitig mit euren Teammates drin seid, könnt ihr Callouts geben. Das heißt, wenn ihr oben steht und euer Teammate gerade unten ist, könnt ihr Callouts geben. Wir machen es so, dass wir zum Beispiel immer sagen, Mitte, bei dir, bei sich und dann halt einfach links, rechts, also die Richtungsangaben. Also sprich, das sind so die Callouts, die wir benutzen. Denkt aber immer dran, dass ihr die gegengesetzte Richtung sagen müsst, weil es ist natürlich so, dass wenn ihr von oben drauf guckt und ihr sagt zum Beispiel links, dann ist es ja nicht links von euch aus gesehen, sondern es wäre rechts. Also das ist nochmal ganz wichtig zu bedenken. Ja, Tipp Nummer 8 hat wieder ein bisschen mit Geld zu tun, aber ist eigentlich ein Tipp, den ich vielleicht gar nicht geben müsste, aber es denken viele Leute auch gar nicht daran. Man kann mit einem gewissen Betrag Spieler zurückkaufen und zwar, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt aktuell sind, ich glaube 4,5, 5,5, sowas in der Art, ich glaube 4,5 sind es, wo man den Gegner zurückkaufen kann. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den Betrag wisst, dann kann man ihn wieder zurückkaufen. Das heißt, euer Teammate gestorben,
ist im Gulag gescheitert, ihr sammelt 4,5 zusammen, legt sie zusammen, euer Teammate kommt zurück. Ganz, ganz easy, und das ist auch ein Tipp, den ich sehe, dass häufig immer Zweierteams oder so unterwegs sind. Vielleicht kaufen sie einfach keinen zurück oder sie haben es vergessen. Muss man einfach gucken, ich denke, den Tipp an der Stelle kann man geben. Der neunte Tipp bezieht sich auf das UAV, und zwar das UAV richtig nutzen. Vielleicht wisst ihr es, wenn man drei UAVs gleichzeitig aktiviert, also sprich, ich kaufe ein UAV, aktiviere es, kaufe noch eins, aktiviere es, kaufe noch eins, aktiviere es, das kann man machen als Einzelspieler, habe ich schon getestet, dann aktiviert man ein Advanced UAV. Sehr, sehr cooles Feature, dann sieht man, wo alle Gegner sind auf der Karte, inklusive Richtungsangaben, wo sie hingucken. Sehr, sehr nice. Ich persönlich würde die UAV in folgenden Situationen nutzen. Wenn ich nicht weiß, wo die Gegner sind, wenn ich mich sehr, sehr weit über eine offene Fläche bewegen muss und ich nicht weiß, ob da Gegner irgendwo in der Nähe sind, das ist halt was, wo ich häufig ein UAV einsetze. Ganz häufig sehe ich auch Leute im Endgame das UAV benutzen, weil man natürlich dann euch aufklären kann. Ganz klar, also UAV mitnehmen, vielleicht einer von euch, vielleicht zwei, aber denkt dran, UAVs zu kaufen. Der zehnte Tipp, kauft auf jeden Fall Platten, also diese kugelsicheren Platten, die man in seine Weste schiebt, das ist wichtig. Schaut, dass ihr immer genügend dabei habt, 5 ist das Tragemaximum pro Spieler, das solltet ihr auch immer mit dabei haben, wenn es Richtung Mid- oder Endgame geht. Am Anfang ist es nicht ganz so wichtig, da braucht man nicht unbedingt 5 Platten, aber es ist wichtig, weil es kann auch im Endgame passieren, dass euer Gegner mehr Platten habt wie ihr und ihr halt einfach defensiver spielen müsst. Natürlich kann es auch passieren, dass ihr mit eurem Teammate Platten tauschen müsst, weil er keine mehr hat und ihr habt vielleicht noch 5, dann gebt ihr 2 ab. Ihr wisst, denke ich, was ich damit sagen will. Also Platten auf jeden Fall auch kaufen. Tipp Nummer 11. Denkt dran, es gibt wieder mal das Pingen-Feature. Mit dem Pingen-Feature kann man Gegnermarkierungen machen, man kann Richtungsangaben machen, man kann Flugvorgaben machen. Also sprich, wenn man aus dem Flugzeug springt, kann man sagen, ey, ich möchte dahin gehen, und die anderen Leute können mit einem Dot dann gleichzeitig bestätigen, oh, da möchte ich hin. Dann ist es natürlich auch so, dass ihr Waffen pingen könnt. Das heißt, ihr könnt, wenn Waffen auf dem Boden liegen, könnt ihr sie anpingen. Also das ist Steuerkreuz nach oben, finde ich eine absolut bescheuerte Tastenkombination dafür. Aber gut, vielleicht ändern sie es noch. Dann kann man die Waffe pingen und sagen, ey, guck mal, hier habt ihr die Waffe gefunden, vielleicht braucht die jemand. Genauso kann man das auch mit Geld, mit Equipment und dem anderen Ort machen. Aber bitte setzt den Ping sinnvoll ein und pingt nicht alles, was ihr seht. Das ist nervig. Yo, Tipp Nummer 12. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn man mit mehreren Leuten im Teamspeak, Discord, Xbox Party, PS Chat, sonst irgendwas unterwegs ist und als Team spielt. Ich persönlich finde das sehr, sehr hilfreich, wenn man einen Teamleader bestimmt. Und zwar ist es so, wir machen es häufig so, dass wir pro Runde durchwechseln, dass es einen gibt, der die Richtung vorgibt. Weil was ist schlimmer, wenn man zu dritt im Team ist, der eine sagt, lass uns da hingehen, der andere sagt, lass uns da hingehen, ihr lauft auseinander, oder es gibt zwei, die laufen irgendwo hin, der andere läuft 10.000 Meter versetzt, ihr werdet, der eine, was nur alleine unterwegs ist, wird weggeholt. Das sind sehr, sehr blöde Situationen. Versucht als Team, euch taktisch zu bewegen. Lauft nicht in einer Reihe, das ist sinnlos, sondern teilt euch natürlich ein bisschen auf. Versucht, ja, wie soll ich es beschreiben, versucht so eine Art Treppentaktik zu machen, wenn man zum Beispiel läuft. Das ist so eine Sache, die ich versuche häufig umzusetzen. Das heißt, ich laufe auf der unteren Ebene, dann läuft ein anderer im ersten Stock, ein anderer im zweiten Stock. Also rein, nicht jetzt wirklich in einem Haus zweiter Stock, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir zum Beispiel auf einem Berg laufen, dass ich ganz unten sehe, ein anderer sieht ein bisschen mehr und der ganz oben sieht ganz, ganz viel. Oben läuft halt der mit der Sniper beispielsweise. Das muss man auch ein bisschen üben. Einfach dieses taktische Bewegen. Tipp Nummer 13 ist, denkt an euer Multiplayer-Loadout. Und zwar ist es in Warzone so, dass man dieses Loadout, also sprich alle Waffen, die ihr freigespielt habt, plus Attachments mit in Warzone bringen könnt. Vorhin schon erwähnt, wenn man 6000 hat oder wenn man einen Care-Package aus der Luft sich schnappt, wo man dann einen Drop hat für sein Ausrüstungskit, kann man sein Ausrüstungskit aus dem Multiplayer mit reinbringen. Aber denkt dran, nicht jedes Multiplayer-Kit oder nicht jedes Multiplayer-Layout bringt euch auch in dem Spiel was, weil in der MP5 bringt euch auf eine Entfernung jetzt nicht so viel. Dagegen ist die MP4 halt ein absoluter Allrounder oder eine andere Waffe, mit der man halt sehr, sehr gut handeln kann. Deswegen denkt dran, welche Waffen ihr aus dem Multiplayer mit nach Warzone nimmt. Tipp Nummer 14.
Unterschiedliche Waffenfarbkodierungen. Ich glaube, das muss ich keinem Battle Royale Veteran erklären, was eine Farbkodierung bedeutet. Und zwar gibt es grau, grün, blau, lila und goldene Waffen. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen Waffenvarianten? Und zwar ist es bei Warzone so, dass sie einfach unterschiedliche Attachments haben. Und zwar eine goldene Waffe ist zum Beispiel sehr, sehr voll ausgestattet, wohingegen eine blaue Waffe vielleicht nur ein, zwei Attachments hat. Es ist nicht so, dass zum Beispiel eine Waffe, die gold ist, stärker ist wie eine Waffe, die grau ist. Das muss man einfach bedenken, weil die Waffen an sich natürlich alle gleich sind. Man kann zum Beispiel auch mit einer grünen Waffe einen ähnlichen Schaden machen wie mit einer lilanen Waffe. Das muss man einfach nur im Hinterkopf haben. Es gibt halt Waffenvariationen, die zum Beispiel Gold sind, wo halt sehr, sehr viele Attachments drauf sind, die die Waffe grundsätzlich besser machen. Das ist aber halt was, das ihr selber einfach entscheiden müsst, wenn ihr die Waffe auf dem Boden seht, ob ihr sie mitnimmt, ob sie zu eurem Spielstil passt und ob ihr eure vielleicht Multiplayer-Waffe sogar dafür aufgeben wollt. Tipp Nummer 15. Denkt an das Feature von Warzone der Aufträge und Kopfgelder. Das ist was ich auch häufig sehe, dass Leute, wenn ich da zum Beispiel bei Videos zugucke, dass sie einfach die Aufträge vergessen, dass sie die Kopfgeld-Missionen vergessen. Nutzt die, sie bringen sehr, sehr viel Geld, sie bringen sehr, sehr viel Spaß und Abwechslung ins Gameplay und man kriegt einfach ein bisschen was zu tun. Es ist nicht nur so, dass man sagt, man versucht alle anderen zu töten, sondern nein, man versucht zum Beispiel auch Aufträge zu erledigen. Irgendwelche gewissen Sachen einzunehmen, irgendwelche bestimmten Kopfgelder zu jagen, also andere Teams zu jagen, finde ich sehr, sehr spannend. Tolles Feature, deswegen als Tipp, nutzt die Aufträge. So, Tipp Nummer 16. Wird auch häufig vergessen, dass wir Mechaniken haben, die das Spiel hat, das vielleicht noch gar kein anderes Call of Duty in dieser Form hatte. Die Leute, die Multiplayer-Veteranen sind, wissen, wovon ich rede. Aber ich sage es hier an der Stelle einfach nochmal. Und zwar gibt es das Feature, dass man lehnen kann. Man kann sich so ein bisschen um die Ecke lehnen, man kann ein bisschen aufstützen, dadurch kriegt die Waffe weniger Rückstoß. Das ist ein Feature, das natürlich auch in Warzone funktioniert. Also nutzt Deckungen, lehnt euch an bzw. stützt euch auf, dann hat die Waffe weniger Recoil. Ebenfalls ein Feature, das wenig Leute nutzen, ist Türen leise zu öffnen. Und zwar, wenn ihr an Türen heranlauft, könnt ihr mit gedrückt Anvisieren-Taste oder halt auf der Maus mit einer rechten Maustaste, in der man in den Zoom geht sozusagen, kann man, wenn man auf die Tür visiert und dann mit der Öffnen-Taste, kann man die Tür leise öffnen. Das ist natürlich vor allem im Endgame oder wenn man sich in ein Gebäude anschleichen möchte, sehr, sehr effektiv. Blöd ist es, wenn ihr einfach reinrennt und der Gegner weiß direkt, wo ihr seid, bumm, seid ihr tot. Bringt euch nichts. Tipp Nummer 17 ist natürlich der komplette Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber benutzt Claymores, Granaten oder S-Minen korrekt. Also euer Equipment. Und das ist einfach sowas, wo ich sage, ich sehe wenig Leute, die Claymores benutzen. Ich sehe wenig Leute, die Granaten benutzen. Also es wird häufig nicht genated. Sehr, sehr selten sehe ich Leute, die das benutzen. Aber es ist vielleicht auch einfach, weil man in der Hektik gar nicht dran denkt. Einfach als Tipp, Reminder, wie ihr es auch immer nennen möchte, denkt dran, es gibt in diesem Spiel auch Granaten, Claymores oder S-Minen. Tipp Nummer 18. Das ist was ich ganz, ganz häufig nutze. Und zwar ist es ein Tipp, den ich euch gebe, wenn ein Teammate down geht. Und zwar ist es so, ich erwische mich leider selber immer wieder, dass ich dann in Panik verfalle und sage, ah, revive mich oder revive den. Man rennt dann hin wie ein Blöder und geht nur für den Revive. Man muss immer als erfahrener bzw. unerfahrener Spieler abschätzen und das ist was einfach eine Lernkurve bedarf. Schätzt ab, ob es sinnvoll ist, euren Teammate zu reviven oder ist er gerade in einem sehr, sehr offenen Space, wo er einfach weggeschossen werden kann und ihr seid dann auch noch easy kill für die anderen. Dahingegen würde ich euch folgende Defensivtaktik empfehlen. Nehmt eine Rauchgranate mit, smoked den Mate, der gedownt ist und revived ihn dann. Weil wenn ihr natürlich mit einem Smoke arbeitet, könnt ihr die Gegner ein bisschen verwirren, ihr könnt den Raum ein bisschen abdecken. Das ist schon sehr, sehr effektiv, habe ich sehr, sehr häufig auch gemacht und funktioniert immer wieder. Tipp Nummer 19 wird natürlich auch von Leuten genutzt, aber vielleicht auch nicht bedacht. Denkt dran, es gibt in diesem Spiel auch Fahrzeuge und zwar, wenn es mal zeitlich eng wird und das Gas bzw. der Sturm, was auch immer, was da kommt, sehr, sehr schnell auf euch zukommt, denkt dran, es gibt Fahrzeuge. Es gibt diesen Squad, es gibt diesen Laster, es gibt ein Heli, es gibt diesen Geländefahrwagen und das Geile ist, habe ich gesehen in dem Video, funktioniert, man kann auf dem Quad auch zu dritt fahren. Also, denkt dran, Fahrzeuge nutzen. Tipp Nummer 20, weil wir schon beim Thema Gas waren. Was hilft gegen Gas? Gasmasken. Nehmt sie und setzt sie zu eurem Vorteil ein. Ich habe es sehr häufig gesehen, dass Pro-Gamer, die jetzt zum Beispiel täglich streamen oder
nennen wir sie Streamer, keine Ahnung, wie wir sie nennen wollen, diese Taktik benutzt haben, dass sie kurz in den Strom, ich sag immer Sturm, ins Gas reingehen, dann um eine gewisse Deckung vielleicht laufen und aus einem ganz anderen Winkel kommen, wo der Gegner sagt, ach, da kommt doch gar keiner mehr her, nutzt diesen Vorteil. Wenn ihr wisst, wie viel Schaden es mit Gasmaske macht, könnt ihr es sehr, sehr gut ausnutzen. Habe ich schon ein, zwei Mal probiert, hat super geklappt. Man kann eine ganz, ganz andere Taktik vorgehen, indem man zum Beispiel an einem Punkt sitzt vom Kreis, wo man sagt, man versucht oder man hat nur die Möglichkeit als Gegner, man weiß, dass der jetzt da kommen wird und man muss da sozusagen kommen. Nein, wenn ich in den Sturm wieder zurückgehe, ins Gas zurückgehe, komme von der anderen Seite, dann überrascht man den Gegner schon sehr, sehr häufig. Tipp Nummer 21. Spielt eurem Spielstil angemessen oder der Spielsituation angemessen. Ich sehe immer wieder Leute, die ihre Fähigkeiten überschätzen. Die spielen einfach viel zu aggressiv und wollen pushen, wollen den Kill haben, wollen dies, wollen das. Und dann sehe ich genau das Gegenteil, dass es Leute gibt, die spielen einfach viel zu defensiv. Okay. Ich sag's mal so, Campen ist in diesem Spiel effektiv, aber es macht doch keinen Spaß, wenn ich mich in irgendeine Ecke von einem dreckigen Haus setze und dann die Leute wegschieße. Gut, ein Sniper von mir aus, der soll sich irgendwo vercampen und dann rumschießen, alles easy, da rege ich mich zwar auch auf, aber es nervt, aber es ist legitim. Ich find's halt einfach ein bisschen nervig, wenn ein Dreierteam in einem Gebäude campt, wenn's noch so und so viele Spieler gibt und das macht einfach keinen Sinn. Bewegt euch, Leute, und bewegt euch vor allem richtig. Wenn ihr zum Beispiel 3 gegen 3 seid, also euer Team gegen ein anderes Team. Ihr downt bereits einen von dem Gegnerteam, dann ist es vielleicht sehr, sehr effektiv zu sagen, man pusht die jetzt. Weil es macht vielleicht keinen Sinn zu sagen, ich warte sehr, sehr defensiv, bis die den wieder aufgestellt haben. Nee, da müsst ihr eure Überzahl in der Situation nutzen und nutzt es dementsprechend aus. Andere Seite, wenn ihr das Team seid, das einen Spieler verliert, der ist down, macht es vielleicht keinen Sinn, wenn 2 von euch, die vielleicht sehr, sehr panisch sind, dann gleich rausrennen und sagen, hier, guck mal, ich schieße jetzt da ein bisschen weiter. Nee, vielleicht smoket ihr dann euch ein und lässt euch einfach ein bisschen zurückfallen, sucht euch eine neue Position, positioniert euch neu. Also, wie gesagt, spielt dem Spielstil der Spielsituation angemessen. Tipp Nummer 22. Für mich ein extremer Vorteil, nutzt den Herzschlagsensor. Er ist schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Entweder packt man sich den aus dem Multiplayer in sein Multiplayer-Loadout, also von seinem Multiplayer-Loadout in sein Warzone-Loadout, oder man hebt ihn einfach auf oder findet ihn. Das ist sehr, sehr gut. Ich nutze ihn sehr, sehr häufig, weil ich sage, wenn ich mich fortbewege und ich möchte einfach gegen diese Camper ein bisschen bestehen, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Im Multiplayer nutze ich ihn nie, in Warzone sehr, sehr häufig. Tipp Nummer 23. Denkt dran, ihr habt hier auch Perks. Nutzt die richtigen Perks für euren Spielstil. Seid ihr eher ein defensiver Spieler, nutzt zum Beispiel Ghost, dann seid ihr für die UAVs unsichtbar. Seid ihr jemand, der sehr, sehr aggressiv spielt, nutzt das dementsprechende Perk für einen aggressiven Spielstil. Wisst ihr, dass momentan sehr, sehr viele Leute mit Thermal unterwegs sind? Ja, ihr wisst es, dann nutzt also Cold-Blooded, um dann dementsprechend gegenzuwirken. Nutzt auf jeden Fall die Perks. Tipp Nummer 24. Oh Jungs, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende. Nutzt eure Karte und die Kartenmarkierungen. Was ich vorhin schon zum Pingen gesagt habe, in der Umgebung gilt auch für die Karte. Denkt dran, ihr könnt jederzeit mit der Taste für die Karte aufrufen und dort Markierungspunkte oder nächste Orte, die ihr besuchen wollt. Weil ihr zum Beispiel da hinten in diesen tollen Freizeitpark gehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Markiert es, nutzt sie dementsprechend aus, markiert Spots wie zum Beispiel den nächsten Buy-Spot. Das ist sehr, sehr effektiv. Tipp Nummer 25. Ein Tipp, den ich häufig festgestellt habe, oder ein Tipp, den viele nicht machen, den ich häufig festgestellt habe, wenn ein Team nicht eingespielt ist, Callouts zu benutzen. Ja, ich weiß, die Karte ist groß, man hat vielleicht nicht für alles ein Callout, aber es wäre schon schön, wenn ein Gegner mich anschießt und mein Teammate dann nicht sowas sagt wie, hey, der ist da vorne! Und du sagst, was ist denn für dich da vorne? Und er sagt, ja, da hinten bei dem Baum, also rechts, ich weiß nicht genau, aber er schießt noch. Ja, das sind halt Angaben, die ein bisschen blöd sind. Ihr habt einen Kompass, da steht oben die Zahl, eine Richtungsangabe und vielleicht sagt ihr noch, wo der Gegner ist. Vielleicht sowas wie Gegner bei 300 rotes Haut gesehen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder hab ein ganzes Team gesehen, da hinten bei dem Gebäude auf 250, I don't know. Also vielleicht sprecht ihr euch im Team einfach ein bisschen ab, wie ihr mit den Callouts umgehen wollt, aber versucht es nicht durcheinander zu bringen und zu sagen, mir fällt jetzt gerade nichts Schlimmes ein, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Diese Panik-Callouts. Sind überall Gegner, Hilfe! Na, sowas, das macht einfach keinen Sinn. So, kommen wir nun zum letzten Tipp.
Ja, das ist ein Tipp, den ich aus Fortnite übernommen habe. Und zwar sucht euch als Team einen Landeplatz aus und macht ihn zu eurem Landeplatz. Das kann ich nur jedem empfehlen, der das Spiel wirklich regelmäßig spielt und sagt, er möchte es sehr gut spielen, möchte sehr, sehr auf Win spielen. Der soll sich eine Region suchen, mit der er gut zurechtkommt. Der springt dort regelmäßig ab, weil irgendwann geht dieser Absprung in Fleisch und Blut über oder in die Controller-Hände, die den Controller umfassen oder die Maus, je nachdem, wo ihr spielt. Und dann wisst ihr, wenn ihr da runtergeht, da liegen immer Waffen, da liegt immer das, da kann man auf das hochgehen, da ist die Buy-Station, da ist das. Dann macht ihr diesen Ablauf einfach blind. Ja, richtig guter Tipp zum Schluss hoffentlich. So, meine lieben Freunde, das war's an der Stelle. Wir sind fertig mit dem Video. Oh, ist das Video lang geworden. Es waren aber auch einige gute Tipps hoffentlich für euch dabei. Bitte, bitte bewertet das Video. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr noch einen Tipp habt, wenn ihr was vermisst habt. Wenn ihr sagt, Basti, tolles Video, macht mehr davon. Dann Daumen nach oben und natürlich kostenloses Abo, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschaußen. Ja, 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 ja. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.